Guten Abend, meine Damen und Herren. Lange ist es her, sind wir wieder hier vom Success Table. Diesmal habe ich meine Streaming-Prinzessin Isabel ausgetauscht gegen meinen Streaming-Prinz Klaus. Klaus, sag mal den Menschen Yeah, Hallo. hallo alle zusammen. Und heute geht es ja wirklich wieder mal darum, die Fragen zu beantworten. Ich habe gestern gefragt, wie kann ich dir helfen? Was sind deine größten Probleme? Und da kamen unglaublich coole Fragen. Also eben der Post war, wie darf ich dir helfen? Und wir haben hier unglaublich viele Fragen erhalten. Haben wir schon Zuschauer, Klaus? Ja, wir haben schon 10. 10 Zuschauer, herzlichen Dank. Wunderschön Ja. seid ihr hier. Gebt mal ein paar Daumen hoch, einfach, dass ihr hier seid und dass ihr noch lebt. Wo kommt ihr alle her? Was macht ihr so? Wie geht's euch? Und bitte nicht verzetteln, denn ich beantworte hier Fragen. Dieser Post war von gestern, dem 21.12. 7:01 PM, also 19:01 Uhr. Und ich möchte hier die Fragen beantworten, wirklich eine nach dem anderen, weil sie sind recht geil. Und das möchte ich jetzt hier tun. Also die erste Frage kommt von Mario Sonnweber. Als wir starteten, waren wir einer der ersten in unserem Markt. Nun ist er durch viele unseriöse Firmen versaut. Wie argumentiere ich da, dass wir besser sind als die anderen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil da gehe ich ja auch durch den Scheiß Noise und Nebel durch, weil es so viele Vollidioten gibt, die immer wieder Märkte ruinieren mit Bullshit, den sie erzählen. Und ich kann dir hier sagen, es gibt zwei Dinge, die du hier beachten musst oder kannst oder darfst oder sollst. Erstens Kontinuität. Du bist der, der immer und immer und immer im Markt ist. Ja? Du bist immer und immer und immer der, der im Markt ist, mit dem man sprechen kann. Und das Zweite ist Value, Wert. Biete mehr Wert als alle anderen, weil Kontinuität und Wert schlägt Vollidioten, die immer denselben Scheiß posten, immer und jederzeit. Wenn du weißt, was du tust, step into the market und biete Wert, mehr Wert. Mehr Value, also mehr Serviceleistungen, mehr persönliche Dinge, was auch immer, biete mehr als alle anderen. Weil wenn du der Beste bist im Markt, kannst du das tun. Die Menschen, die einfach nur irgendwelches Zeugs labern, mal kurzfristig, die sind nach 6 Monaten sowieso weg und das macht nichts. Wenn du immer kontinuierlich im Markt bist und Werte lieferst, dann wirst du immer gegen alle gewinnen. Das zu diesem Punkt. Dann Michael Srenium schreibt, Zeitmangel, Übermüdung, den Fokus verlieren durch Ablenkung. Fokus, Zeitmangel, Übermüdung. Zeitmangel, erstens, Zeitmangel existiert nicht. Das ist ein interner Vorwand, was Zeitmangel angeht. Ja, bitte. Ein interner Zeitmangel oder Zeitmangel ist ein interner Vorwand. Jeder Mensch hat genau gleich viel Zeit. Es liegt an dir, wo du deinen Fokus beziehungsweise deine Werte legst. Ja? Der Fokus verlieren, höre ich ab und zu, hatten wir hier am Table auch mit diversen Menschen hier am Tisch. Und Fakt ist, nimm dir einen Stift, nimm dir einen simplen Stift, und viele Menschen sind sehr erstaunt ab dieser Methode. Nimm dir einen Stift und ein Papier und schreibe dir auf. Was möchtest du heute tun? Wenn ich hier drauf schreibe, vielleicht kann man das sehen, verkaufen, ja. Wenn ich hier drauf schreibe, verkaufen oder du, dann verkaufe Produkte. Nicht Opt-in-Page bauen, nicht E-Mail-Follow-ups schreiben, nicht Webseiten bauen, sondern verkaufen. Wenn du hier drauf schreibst, Opt-in-Page, dann bau dir eine Opt-in-Page. Verkauf nichts, bau dir keine Webseite, keine Follow-ups, nothing. Bau dir eine Opt-in-Page. Nimm dir ein simples Stück Papier und einen Stift und schreib dir auf, was will ich heute tun? Ja? Im Idealfall schreibst du dir das auf, wenn du ins Bett gehst. Du schreibst dir also heute auf, was du morgen tun möchtest. Beginne simpel mit einem einzigen Teil. Schreib nur etwas auf. Wenn du neu in diesem Bereich bist, schreib nur eines auf, das du morgen tun möchtest. Warum das wichtig ist, wenn du das am Abend machst. Wenn du das aufschreibst, bevor du ins Bett gehst, nicht jetzt, dann noch 60 Minuten irgendwie im Internet rumchillen oder 20 Minuten Podcast hören, sondern
bevor du dich zudeckst und ins Bett gehst, schreibst du dir auf, was möchtest du morgen tun. Das hat zwei wichtige Grundsätze. Erstens, dein ganzes Brain wird darauf fokussiert, auf das, was du aufgeschrieben hast, währenddem du schläfst. Plus, am Morgen ist es das Erste, was du noch weißt. Und dann go for it. Schließe alles andere weg. Es gibt keine äußeren Einflüsse mehr. Das ist das, was du tun willst. Dann hast du den Fokus auf das Punkt. Ja? Haben wir wie viele Zuschauer? 20. 20 Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Wenn das bis jetzt einen Wert hat, mit dem du arbeiten kannst und das Sinn macht, bitte gib mal ein paar Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, yes, that makes sense, ja, das macht Sinn. Vor allem das hier, ein simpler Trick, dein Brain zu programmieren für den nächsten Tag. Schreibe es auf, bevor du ins Bett gehst, und am Morgen machst du nichts anderes. Fokussiere dich, und das hier ist der Fokus. Du willst verkaufen, du willst eine Opt-in-Page, du willst eine Webseite, du willst mit Leuten sprechen, was es auch immer ist, ein einziges Teil. Fokussiere dich genau auf das, und du kannst den Fokus gar nicht mehr verlieren. Claudia Gutz hat dasselbe Problem, also dieselbe Antwort. Detlef Rüdicke, Fokus, 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 tun, 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 ständig lasse ich mich ablenken. Wenn du ein Teil hier drauf hast, etwas, was es auch immer ist, du kannst hier auch raufschreiben, keine Ahnung. Hier steht Eier einkaufen. Ja? Du schreibst dir das am Abend auf einen Zettel neben deinem Bett. Und am Morgen, wenn du aufstehst, ziehst du diesen Zettel und du tust nichts anderes als diese verfluchten Eier kaufen, und dann hast du etwas erledigt. Keep on focus. Was es auch immer ist, keep on focus. Ja? Dann haben wir hier gar nichts. Größte Hürde von Steff Stein. Größte Hürde ist es, die Richtigen zu finden. Nein, das ist keine Hürde. Die Richtigen zu finden ist ein Prozess. Ja? Das ist kein Fokus. Das ist ein Prozess. Weil was möchtest du die Richtigen finden? Nehmen wir an, wieder, du hast eine Liste. Du möchtest Opt-in-Seiten verkaufen, Marketing, what the fuck ever. Dann ist dein Fokus, die Richtigen zu finden. Wer kann dir das sagen? Und ich kann dir eines sagen. Es geht nur um eines, verkaufen, im ganzen unternehmerischen Denken verkaufen. Das Einzige, nach dem du Ausschau halten musst, sind Menschen, die dir sagen können, wie du Produkte online verkaufen kannst. Du findest Menschen, die dir vermarkten lernen, what the fuck ever, eine Facebook-Anzeige zu schreiben kann ein 7-Jähriger, eine Opt-in-Page bauen mit WordPress kann ein 10-Jähriger, eine Sales-Page bauen kann ein 10-Jähriger, das ist nicht das Problem. Ja? Du kannst sogar ein Word-Dokument extrahieren oder abspeichern. Webseite. Das Problem ist nicht, die Richtigen zu finden, aber wenn du hier auf dein Blatt Papier schreibst, Steff Stein, du suchst nach was, nach wem die Richtigen, was willst du tun? Du suchst nach jemand, der dir erklären kann X, Y, Z, dann steh auf und such diesen Menschen so lange, bis du ihn gefunden hast. Und du hast ihn gefunden dann, wenn du diese Menschen gescannt hast und weißt, okay, macht für mich Sinn oder macht keinen Sinn. Und ich kann dir hier einen guten Tipp geben. Wenn Menschen nur von sich selber reden, dann halt dich fern davon. Wenn Menschen dir Tipps geben, wenn Menschen dir helfen, go for it. Wenn Menschen nur sagen, hey, wie ich es geschafft habe, wie ich und nochmal ich. Wenn Boris Becker sagt, ich habe diesen Tennisschläger benutzt, um Wimbledon zu gewinnen mit 17 Jahren, heißt das nicht, dass du das auch kannst. Es geht darum, dass du eine Lösung kriegst für dein Problem. Die nächste Frage von Joachim Hefner. Alexander Berger, Sales, halte dich an mich. Zeit finden, alte Gewohnheiten ändern, nicht ablenken lassen, endlich mal was umsetzen. Das sind alles Dinge, die kannst du mit diesem einen Zettel eruieren. Glaub mir, ein einziger Zettel mit einem einzigen Wort oder einem Satz drauf kann dein Leben ändern. Mach es, wenn du ins Bett gehst. Was willst du morgen tun? Was ist das, was du tun möchtest? Eine Webseite bauen, eine Opt-in-Page bauen, zum Friseur gehen, dein Auto abspritzen, was auch immer. Schreib es auf und tu es als erstes. Punkt. Danach hast du frei. Bei mir steht auf dem Zettel, jeden Morgen
Money-Making Activities. Ich will Sales, bis ich diesen Gross Revenue habe. Und vorhin mache ich gar nichts. Ja? So halte ich meinen Fokus. Dann Ruta, eine unglaublich interessante Frage. Haben wir noch Zuschauer? Ja, 15. 15? Oh, scheint ein langweiliger Stream heute zu sein. Ich bin irgendwie nicht so in Rage. Jedenfalls, die zuschauen, ich hoffe, euch gefällt das. Gebt mir ein paar Daumen hoch, wenn das funktioniert. Schreibt mal in die Kommentare irgendwas. Die nächste Frage ist, zu sehr nach Perfektion streben, wohl wissend, dass es absolut perfekt nicht gibt, jedoch trotzdem vor lauter Perfektionieren, mächtigen, verschönen, richtige Wortwahl finden, zum Beispiel Pages arbeiten und so weiter. Ergänzen noch auch manchmal zu oder die Elevator Pitch nicht perfekt ist. Schau. Du redest hier von Sales. Sales ist nie perfekt. Sales ist wie Training in einem Sport. Du musst trainieren. Ein Elevator Pitch kannst du nicht mit einem Freund am Tisch trainieren. Mit einem Menschen trainieren, der das seit Jahren macht. Oder du kannst es mit Menschen trainieren in einem Elevator. Ja? Du musst es immer und immer und immer wieder tun. Und hier nochmals. Damals durfte ich in dem härtesten Sales Training der Welt teilnehmen, 8 Monate lang. Wir haben 300 bis 500 Calls pro Tag gemacht. 300 bis 500 Cold Calls, nicht Warm Calls, nothing. 300 bis 500 Calls. Ja? Training, 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 Training. Ich habe hier eine Datenbank oder hier ein Blackbook. Das hat 1500 Vorwände, Möglichkeiten, wie man Sales generieren kann, aus 20 Jahren eigenschriftlich hier zusammengefasst, weil ich seit 20 Jahren nichts anderes tue. Und du kannst nur besser werden, wenn du Gegenwind kriegst. Ja? Das heißt, wenn du eine Salespage baust zum Beispiel, dann baust du die subjektiv. Du wirst sie erst optimieren können, wenn du Gegenwind kriegst von Besuchern. Du kannst Sales erst dann lernen, wenn du weißt, wie Menschen reagieren. Sie sagen, sie haben keine Zeit. Sie sagen, sie haben keine Lust. Sie möchten es nicht. Sie sagen dir, du störst, du bist am falschen Ort. Was auch immer. Ja, das wird passieren. Aber der Deal ist, du musst das tun, damit du diese Antwort oder diese Vorwände kriegst, damit du darauf reagieren kannst. Du musst 2000 Mal hören. Der Preis ist zu hoch. Nach 2000 Mal, hey, das habe ich gewusst, bevor ich dir den Preis überhaupt gesagt habe. Wann hast du Zeit, dass ich dir erklären kann, warum das der tiefste Preis ist, den du für irgendwas überhaupt mal bezahlt hast? Morgen 10 Uhr oder 14 Uhr? Das sind Dinge, die kommen einfach so. Alleine ist einfach mal drauf loslaufen und alleine ist mit Sicherheit das, was am längsten dauert. Such dir irgendjemand, der dir in dem Bereich, wo du etwas... Jeder Mensch auf dieser Welt, der erfolgreich ist, Sport, Unternehmen, wo auch immer, hat Mentoren und das ist nichts Tragisches. In der Dachregion ist das so ein bisschen komisch angesehen. In den USA zum Beispiel haben das alle. Ich habe drei Menschen, die ungefähr 10 Level höher sind als ich, die mir sagen, geh zu dem und so weiter und so fort. Das ist völlig normal. Du kannst ja auch nicht an einer ich sage es, Fußballweltmeisterschaft teilnehmen, nur weil du mal auf einem Sportplatz Fußball gespielt hast. Du musst durch verschiedene Ebenen durch, bis du da bist und auf diesen verschiedenen Ebenen hast verschiedene Mentoren und du wirst es nie selber schaffen. Du kannst noch so gut sein im Fußball, du wirst nie an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, außer du hast fucking Glück, dass dich irgendein Headhunter oder ein Scout irgendwann mal sieht und dann mitnimmt. Aber Fakt ist, du brauchst Menschen, die dich mitziehen, die dich weiterempfehlen. Nur so kannst du wachsen. Ja, ja. Mehr möchte ich heute. Und zwar die Fabu-Systemtechnologie aus meinem Blackbook, damit du mehr Sales hast.
By the way, für alle die, die jetzt zugeschaut haben, ich hoffe, euch hat das was gebracht. Wenn nicht, hättest du Fragen stellen können. Ja, hast du nicht gemacht, your fault. Und morgen geht es dann um die Sales Academy, um die Anwärter, Bewerber, wer ist dabei, wer nicht, was erwartet dich, um was geht es, warum du mir im Prinzip schaffst. Kurzen Talk, damit ich diese Fragen beantwortet habe, weil das ist das, was ich möchte. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir eine Private Message, schreibt sie unter dieses Video. Ich beantworte jede Frage so gut, wie es geht. Und zwar nicht in einem Big Picture, sondern dass du von A nach B kommst. Weil die meisten haben Fragen, wie kann ich den Mount Everest besteigen, obwohl sie schon nach 2 Stockwerken Treppensteigen keine Luft mehr kriegen. Da muss man diesen Menschen einen Schritt nach dem anderen sagen und nicht gleich alles. Und mein Deal ist, ich zeige dir von A nach B, von B nach C, von C nach D, D nach E und so weiter. Ja, yeah, that's the way it goes. Und wir werden uns auf jeden Fall morgen wiedersehen. Vielen herzlichen Dank für dein Zuschauen. Vielen herzlichen Dank, Klaus, dass du heute... Schreib dir eines auf, eines, was du morgen tun möchtest. Verkaufen, Opt-in-Page basteln, WordPress-Plugin installieren, whatever. Eines. Schreib dir eines auf und tu es. Right? Mit diesem Sinne, have a great evening, schönen Abend, vielen herzlichen Dank, tschüss.